Assentipps hier. Dankeschön. Ha! Was ist mit der? Can I touch? Kann ich die reparieren? In meiner Werkbank hier oder was? Warte mal, geht das hier? Ist das eine Waffe? Ist doch eine Waffe, oder? B9. Ja, Intervallfasten ist in erster Woche hart, weil sich der Stoffwechsel umstellt. Ja, enorm muss ich da umstellen. Also, ich habe schon vieles gemacht. Das meiste, was mich einfach nur immer gestört hat, waren die scheiß Kopfschmerzen. Mir ist egal, Hungergefühl hin oder her, das gibt sich. Das kann man da drücken, da kann man sich ein bisschen ablenken. Ich habe, was ich gemacht habe, falls ich mal eine Diät oder sowas gemacht habe, immer Dinger geschaut hier. Kochsendungen, Kochserien, immer. So, genau, ein Glas Wasser, das hilft dann für ein paar Minuten. Bei mir ist es auch mit meinen Tabletten nicht so einfach. Wenn ich deftig esse, geht es meinem Magen gut. Wenn ich wenig esse oder der Ding leer ist, der Bauch, dann kannst du vergessen, habe ich sofort Krämpfe und Schmerzen. Selbst mit diesen komischen Magenschoner-Tabletten. Was ist denn Numen? Was war nochmal Numen? Numen. Verbleibendes Mana. Hier gibt es Luminus. Begleiter. Das haben wir doch schon mal gehört. Was ist das nochmal? Chat? Help? Ist reine Kopfsache. Also von der Disziplin und vom Aushalten geht das. Aber von den zusätzlichen Schmerzen kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen gerade. Kann ich halt die Tabletten nicht mehr nehmen? Wenn ich muss halt irgendwas... Es ist die Energy vom Lumen. Ach so, ist das die Energy vom Lumen, die man am Tag bekommt und dass man 4 Stunden aufladen kann, oder ist es das? Das Ding da hier. Hier. Ach so. War jetzt die ganze Zeit keiner beschworen, weil ich hier abgerührt habe, oder? Ich habe alles ohne es gemacht. Deswegen waren die Punkte weg. Lol, guck mal. Deswegen waren die Punkte weg. Der war nicht beschworen. Natürlich, ich hätte ganz andere Punkteverteilung machen können. Also so wie ich das weiß, hier ist Luminus. Wenn das die Energie ist, wie der Chat schreibt... Lumen. Du kannst Energie bis zu 100% Lumen am Tag dir arbeiten, wenn du spielst, wenn du killst. Und dann kannst du 4 Stunden AFK Luminus-Kämpfe machen lassen. Korrigiert mich ja nicht, wenn ich falsch liege. Was können wir jetzt noch füttern hier? Verfügbar im Gang. Kann ich? Wieso ist nie was im Gang? Verstehe nicht. Ich habe doch immer irgendwas aktiv. Nur im Buch hier? Nur im Sammelbuch. Okay. Also kennst du die AFK-Kämpfe Game Inside? Wenn du hier zum Beispiel das hier Luminus gehst, kannst du die halt schicken in den Kampf. Das sind AFK-Kämpfe. XP und Gold. Hauptsächlich machst du es halt wegen XP. Wegen XP, genau. Das halt erleichtert dir halt ein bisschen den Grind. Ob der Rechner noch funktioniert? Ich versuch das hinkriegen. Mach mal nachher Brennstoff. Mach mal nachher. Wenn ich dann was anders mache hier nebenbei noch. Kann man die Luminus laufen lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verbraucht, wenn ich jetzt irgendwas mache da. Ich hab mir gesagt, nein. Nicht direkt, siehst du, aber indirekt. GexTV, war Quatsch von mir. Sorry, das ist die Energie von deiner Mana-Fähigkeit. Siehst du? Das war das Erste, was ich gedrückt hatte, als ich Numen gehört habe. Ich habe Numen gehört und habe H gedrückt. Und habe das hier gesucht. Aber ich habe es nicht gefunden. Ich hatte irgendwie so Numen im Kopf. Drücke ich H und dann war ich mir aber nicht sicher. Es gibt da so viele verschiedene Bezeichnungen und Währungen und alles. Aber wo steht denn das hier? Bei deiner Skillbar über die Fähigkeiten stellt während des Kampfes jede Sekunde Numen um 1% wieder her. Nächstes Level erforderlich 30 Mana. Aktiviert das Mana-Schlüssel. Aber wo steht denn, wie viel ich habe, wie viel ich brauche? Ich wusste, dass das damit zu tun hat. Das haben wir am ersten Tag haben wir drüber geredet, aber ich habe da jetzt auch nicht mehr damit mich beschäftigt hier. Wenn ich jetzt hier Steam schreibe, wie viel Gigabyte hat das Spiel? 56, glaube ich, 40 zum Laden. Ich versuche gerade so nebenbei diesen AFK-Grind einzuleiten. Also jetzt nicht jetzt direkt, sondern später dann. Aber schon mal zuvor zu bereiten. Ist das eine SSD oder was? Die D-Platte? D-Platte all testen. Problem ist, ich kann das halt nicht im Stream zeigen, weil das ist wie ein ganz anderer alter Rechner. Und ich habe keine Capture Card angesteckt. Und ich mir jetzt zu gefährlich ist, im laufenden Stream an der Capture Card rumzufummeln. Aber wo ist denn dieses Numen? Wo ist denn das? Und das wird wieder hergestellt, aber wo steht, wie viel ich habe? Du, keine Ahnung, du weißt es echt nicht. Es sind so viele verschiedene Währungen und Sachen und alles hier, dass ich nicht mehr weiß, was zu ihm gehört. Egal, tut mir leid. Ich weiß nur, dieses Ding wird mit Mana aufgebaut, diese Leiste. Hier, ist halt Mana, da generierst du. Also wenn du killst in diesen komischen Portalen hier, oder für Quests. Ach so, jetzt erst, das ist die Ressource für das Tee, oder? Ist das die Ressource für das Tee? Verbraucht 100 Numen, natürlich. Ja lol, jetzt, stimmt. Jetzt haben wir das Game Inside. Wenn du kämpfst, baust du Numen auf. Und wenn du 100% Numen hast, kannst du deine Meter nutzen. Ganz einfach. Und die Meter bestimmst du hier, welches ist. Je nach Klasse musst du halt die richtige wählen. War das genau hilfreich? Okay. Also, okay, passt. Also das ist jetzt 100% safe. Weil ich mache das jeden Tag
Ich weiß das, nur war ich mit diesem komischen Begriff gerade überfordert. Ich wusste, es ist hier, ich habe es aber nicht gefunden, diese Scheiße. Einfach die Ressource für deine Meter. Wenn du im Kampf bist, baust du die auf. Wenn du den Kampf verlässt, ist sofort wieder schwächer. Da muss der Chat dir helfen. Naja, richtig oder falsch. Beim Tank jetzt, wo ich jetzt bin, habe ich jetzt wirklich ein schönes Schutzschild. Ich hatte davor das hier gewählt. Das sind so Kugeln gewesen und ich bin Melee. Es stehen zwei Mobs vor mir. Ich drücke diese Fähigkeiten. Er tut Mobs links und rechts und hinter mir angreifen, die ich nicht einmal angeschaut habe. Und die zwei vor mir, da macht er nichts. Und dann pullt er lieber noch irgendwas. Deswegen habe ich das halt gewählt hier als Schutzschild. Ach so, hier. Da diese Rolle geholt. Jetzt fragst du bestimmt, wo? Ja, jetzt muss ich halt suchen. Keine Ahnung. Irgendwo hier. Mit diesen Marken tauschen, glaube ich. Oder bei einem Händler oder was weiß ich. Das ist halt hier. Es gibt halt so viel Kacke. Oder warte, man liest einfach, woher das kommt. Beschaffung. Allgemeinwarnladen. Stützpunkt U-Fort. Da steht. Es steht eigentlich bei allem, wozu es brauchst, wo du es bekommst. Beschaffung. Allgemeinwarnladen. Stützpunkt U-Fort. Dimensionsportal. Ist bei jedem scheiß Item. Und ich peile das trotzdem nicht. Aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist es eigentlich ganz einfach. Beschaffung, Windplantage im Sammelbuch aufnehmen. Für mehr ist es nicht, der Scheiß. Das, was ich jetzt da habe. Es steht bei jedem Item explizit da, woher du es bekommst und was du machen kannst. Und ich bin trotzdem lost und such. Ist hier schon so ein Angel? Ach da, hier, das hast du gemeint vorher. Hier, Brennstoff, okay. Wie soll ich das denn machen, dass ich das auch euch auch zeige? Ist aber so gefährlich, wenn ich jetzt an der Capture-Card rumspiele. Kann alles abstürzen, den ganzen Stream, für immer. Ich müsste Luminous farmen ohne euch machen. Also ich müsste einfach laufen lassen, ohne dass ihr das seht. Dann könnte ich es machen. Wenn ihr das sehen wollt oder müsst, dann muss ich riskieren, dass der Stream ausfällt. Das bin ich nicht unbedingt gewillt zu machen. Ich sag's euch, wie es ist. Kann man bei einem Spiel kommen? Doch, man kann bei Steam direkt stoppen, dass er sagt, hey, warte mal kurz. Ich will nicht keine Updates haben für das Spiel hier. Jetzt habe ich ja nur zersplitterter Magiekern. Das ist immer so bei so langen Dingern. Klingt ein bisschen pervers, aber ist so. Mann, wenn ich aus dem Bild rausgehen will, dann bewege ich das Ding hier. Okay. Krass. Dann mache ich das hier und bleib dann da drüben und fertig. Bitte nicht updaten. Sollen wir das noch machen bis dahin oder was? Ich hab noch gar kein Indie gemacht. Ich schaffe das mit der Indie gar nicht und alles. So. Aber ich bin doch so ein Typ, der immer so rumkommt und rumprobiert. LOL. Was habe ich denn hier eigentlich? So, Schrott. Ich würde nur mit dem sprechen. Entspann dich. Ach, hier Schrott verkaufen. Auf welche Seite spiele ich nochmal? Was? Was ist das für eine Frage? For the Horde. Wischmob. Immer rot, immer die Horde. Kein König, kein Bücken für den König, kein Knie für den König. Selber die Macht an sich reißen. Rote Seite, richtige Seite. RR. RRS. Was ist denn mit dir? Schämen Sie sich. Ach, da ist die Angel. Wieso ist die da unten? Wo ist denn der Fuzzi hier? Ja, das frage ich mich langsam auch. Und ich bin gerade sowas von Brudeln am Kopf, wie ich das machen kann, dass ich das hinkriege, ohne dass ich Probleme mit dem Stream habe. Was ist, wenn der ausfällt? Du beziehst neu starten musst, dann wäre ich eine halbe Stunde off. Kann ich in die Capture Card ein HDMI-Kabel anstecken, ohne dass die sich einen Millimeter bewegt? Was, wenn der PC an ist? Kann sein, dass das halt auch ausfällt mit dem Bett und alles. Sehr, sehr risikoreich, aber ich bin ja doch ein Typ, der immer rumfummelt hier. Ich überlege gerade schon mal. Okay, da kommt das Signal zusammen. Und da müsste ich dann da runter. Ich müsste hier, also ich keine Ahnung. Ich müsste unter den Tisch. Wenn ich mich dann verletze und mir wehtue. Verdammt, das ist so ist scheiße, wenn man nicht gescheit sich bewegen kann. Ich muss das mit dem Kopf planen, mit so wenig Schritten wie möglich. Wie machen wir das am besten? Ich mache das mal hier zu, weil kalt. Dann kann man alles andere besprechen hier. Hier aber noch ein bisschen kurz hier. Wieso möchtest du auch bei der richtigen Seite anfangen? Total entspannt mit dem Angel hier, voll geil. Ich verstehe Brennstoff jetzt irgendwie. So. Laufen wir nicht eigentlich alle alleine rum, aber wir sind trotzdem zusammen im Clan in der Gilde, wenn was ist. Augen, Moment. So, Zähne aufgeladen, habe ich schon gelesen. So denn das? Ich probiere jetzt gleich ein paar Sachen aus. Ich muss versuchen, ich will ja, dass ich da auch so ein bisschen Angle oder Luminous Battle laufen lasse. Da muss ich ein paar Sachen umbauen hier, damit ihr das auch sehen. Was für verzerrte Sicht. Es ist so eine Art Speed wie beim Auto so ein bisschen. Gar nicht aufgefallen, echt. Ich war halt auch schon kurz davor, mir das andere zu holen, Brennstoff. Dieses mit der Cappy und dem sportliche Outfit. Kann ich diese Scheiße nicht aufmachen mit dem Messer, kannst du nicht vorstellen. Das war so eine Art Speed-Effekt, oder? Das ist Strom-USB, spinnst du? Was fällt denen ein? Strom-USB-Input-Output. Wieso habe ich Strom-USB hier? Ich hab noch nie beim HDMI-Splitter Strom-USB gehabt. Das? Wäre das nicht schlimm? Kann das mal hier testen? Das ist total geil hier mit dem Angeln hier nebenbei. Wir haben noch vier Sachen. Okay, das wird gehen.
könnte ich hier, schau mal hier so ein, wo ist das, Taste 2, so ein Splitter, könnte ich hier den anderen PC einstecken und hier dann einen in Monitor und einen in die Capture Card für euch. Gefährlicher Vorgang wird halt nur mit dem Kabel in die Capture Card. Da müsste ich ganz sanft vorgehen, weil das kann alles crashen. Aber ich möchte, dass ihr alles seht, so gut wie möglich, was ich mache, egal was ich tue halt, außer halt im Bad und Klo, so eine Scheiße, aber da komplett ist alles zu zeigen. Ist es noch gerade das? Fast ganz gerade. So, jetzt bräuchte ich halt nur noch zwei. Müsst ihr vor mir überlegen, kurz wegen HDMI-Kabel, ich brauche nur zwei kurze mal. Dann könnte ich so machen, was ihr von Anfang an schon fast wollte, dass ich unten links oder rechts ganz klein noch ein Bild vom Angeln habe, egal was wir machen. Oder vom Luminus. Und ich könnte damit Tastenkombinationen vielleicht umschalten, größer und kleiner machen, das weiß ich noch nicht. Muss ich noch gucken, normal schon. Ich muss kurz schauen wegen den Kabeln, ich brauche verschiedene. Kann ich da auch? Aber ich würde das gerne unter dem Tisch haben, nicht hier. Reicht der Strom für das? Gefährlich, wenn ich hier rumkomme, ey. Bis morgen, Maggi. Bis morgen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Okay, das müsste gehen. Okay, jetzt kann ich es hinten über den Rechner führen. Das Kabel nach unten. Hier an dem Ding vorbei. Noch mehr Kabel, Alter. Kannst du ja nicht ausdenken. Wieso ist das mit USB? Wieso gibt es keinen einfachen Stromstecker? Stehen jetzt mal hier. So. Jetzt hat hier so und das so. Und dann das hier davor. Okay, gut. Sich hinten runterlassen? Ach so, ich muss dich mal anschauen, ne? Warte, ich mach gleich. Ich tu noch grad ein bisschen rumfummeln hier. Sekunde. Dass ihr diesen Monitor auch irgendwie seht. Machen wir gleich, ja. Ich baue nur kurz hier um. Ist das Ding hier? Hier anstecken? So. Ah, hier sind ja zwei kleine Kabel. Müsste reichen. Wieder Metall. So. Das heißt, ich könnte dann noch mehr Kameras einblenden, wenn es klappt. Ob das der PC aushält oder weiß ich nicht. Aber das ist mir jetzt egal. Wenn der Stream ausfällt, fällt er aus, was soll's. Dann machen wir das wieder an. Wenn ich halt mal 5 Minuten auf, starte PC neu und ja. Das wird jetzt auch nicht die Welt verändern. So. Das ist recht dicke hier. Das ist recht dicke. So, das kommt dann zu Out. Machen wir das Out 2. Hat das überhaupt, habe ich überhaupt mit HDMI angesteckt oder mit DVI hier? Das habe ich sogar DVI. Ah, fuck, ich habe sogar DVI gemacht. Kein HDMI hier. Das kannst du nicht vorstellen. Jetzt habe ich diese Scheiße mit Ding angesteckt. Mit DVI, nicht mit HDMI. Jetzt geht das Ganze nicht. LOL. Jetzt habe ich die Scheiße echt mit HDMI. Das ist alles hier zu gefährlich, wenn ich jetzt bewegen kann. Habe ich DVI zu? Ungünstig hier. Bin gerade am Basteln, sorry Chat. Beim Basteln für ein besseres Spielerlebnis für euch. Ich hoffe, das ist okay. Dann habt ihr unten rechts, egal was ich mache, auch immer Elion. Wenn es funktioniert. Und dann können wir mal schauen. Da kann ich auch dieses Ding laufen lassen. Problem ist jetzt, ich habe den Monitor mit HDMI angesteckt. Und ich habe DVI und ich habe HDMI-Splitter. Müsst ihr das ganze Kabel neu verlegen oder versuchen jetzt einen Adapter zu finden? So eine Scheiße. Oh Mann, komm doch da weg. Warte. Wir machen das vielleicht. Ist das Kabel vielleicht einfach nur verlängert, dass ich das hier abgreifen kann? Wenn ich näher ranzoome, ist der Effekt nicht so stark. Aber glaube ich, draußen ist es extrem. Da muss ich gleich mal schauen hier mit dem, was du da erzählst. Geht das bis rüber oder ist das nochmal verlängert? Ich stecke es einfach mal aus. Einfach YOLO. Oh Gott, ich komme nicht mehr hoch. Aua. Zwei gesunde Füße werden. Aua, viel besser. Oh. Was da oben? What the fuck? Wie jetzt? Oh. Wo denn? Moment. Achso. Ich muss das Kabel nehmen, oder? So, also. Gesunde Füße ab, willst du es zu schätzen? Willst du es zu schätzen, einfach. Boah, fuck. Oh. Das geht jetzt nicht. Einmal eine Verlängerung. Hey, das ist so kacke mit diesen Kabeln hier. Weil dieses Geräusch, dieses Ründen und dieser Erfolg, wenn du angelst. War das auch mal bei anderen Spielen? War das auch bei WDO? Weil irgendwie kenne ich das. Gut. Moment. Wir sind mal da runter. Das Kabel hier hoch. Kurz einstecken. So, wo ist der HDMI Stecker? Habe ich? Noch mal einen Stecker tun. In Ausgang 2. Habe ich Bild. Okay. Hier geht's. So, jetzt wird's gefährlich. Ich stecke jetzt das Kabel an den Stream, an die Capture Card an. Es kann sein, dass der Stream ausfällt. Wenn er ausfällt, versuche ich so schnell wie möglich wieder zu starten, okay? Aber es muss also jetzt sein. Jetzt kann ich da nicht mehr durchsitzen. Dann habt ihr nochmal ein Multiview mit mehr Kameras und noch mehr Sachen. Okay, Moment. Bin ich noch da? Alles angesteckt. World first. Okay. Jo, okay, passt, danke. Oh. So. Gut, jetzt testen wir das gleich. Yes! Wenn es klappt, dann ist geil. Aber ich habe mir gerade so weh getan. 2 Wochen Bettruhe. Ich habe mir gerade so weh getan. Mein Pulsding ist gar nicht an für euch. Tut mir leid. Habe ich vergessen jetzt. Jetzt wäre es halt spannend gewesen hier. Ich versuche zu connecten, das Ding. Hier wieder alles anmachen hier. Ganz. So, jetzt muss ich mal kurz hier angeln. Erstmal angeln, Lul.
Okay, ich muss erstmal hier was probieren. Moment. Okay, OBS, Studio-Modus. Let's go. Rechte Maustaste hinzufügen. Medienquelle, glaube ich. Was war das nochmal? Rechte Maustaste hinzufügen. Videoaufnahme geht, genau das ist es. Cam. Ja, keine Ahnung. 3570 K. HDMI. DMI. Okay, habe ich. Hab ich. Okay. Welches Gerät? Das Dreier. Yes, es geht. Fick die Wand, es geht. Ich muss Naturnos machen bei dem Gerät. Das gibt da nicht keinen. Es geht. Ich kann nicht in Naturnos machen. Kann ich bei dem Gerät Tonus machen? Cam Link 3. Standard. Nur aufnehmen. Also ich will gar keinen Ton hier haben. Egal. Es würde gehen. Ich habe eine Standardangel, ja. Ich hatte eine blaue, die ist kaputt. Jetzt habe ich eine Standardangel. Ich war gerade ein bisschen in Bewegung. Ich war gerade unterm Tisch. Ich habe riesengroße Schmerzen. Und versuche das nicht mir anmerken zu lassen. Aber ich habe willkommen Twoxy und willkommen Wishmob. Hab gerade mich bewegt und bin unter den Tisch und bin hochgekraxt. Puh, tut mir leid für Schnaufen. Aber jetzt habt ihr noch eine Kamera gleich im Stream. Noch eine mehr. Ich muss das nur mal kurz hier locken. Vielleicht kleiner machen und verschieben. Moment. Geht's? So. Jetzt hat. Okay. Ich glaube, ich hab's. Moment. Das ist da unten. Okay, okay. Was brauche ich da jetzt dafür? Shortcut brauche ich. Ach so. Ganz einfach. Warte. Stream Deck. Shortcut. Audio. Quelle. Quelle WoW. Quelle. Das da. Name. 3570K. Okay. Minimieren. An. Aus. Oh, awesome, baby. Awesome. Love it. Okay. Und hier den Chat zeigen. Wunderbar. Jetzt habe ich was ganz. Gott, man hätte was ganz Verrücktes gemacht. Ich möchte auch nebenbei hier AFK fischen oder AFK Luminous Dinger farmen und alles. Und das muss ich halt. Am anderen alten Rechner, da habe ich noch den Rechner, warte kurz, man kann das Headset ausmachen. Ich habe damals, als ich ARK gespielt habe, hatte ich immer eine Spectator Cam, die halt immer Leute gezeigt hat am Server. Wo drauf waren, hatten wir meine Cam und eine Spectator Cam. Das musste über einen anderen Rechner laufen, jetzt habe ich das wieder aktiviert. Nur, wir können dann da drüben, wenn alles geht, muss ich installieren, dieses Spiel laufen lassen. Das heißt, wir können nebenbei angeln, wir können nebenbei Luminous machen, ohne offline gehen zu müssen. Ich muss nur noch ein Spiel runterladen, aber das wird schon gehen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Taste drücke, sieht er nochmal Steam mit einem anderen Account. Geht das? Das hier, ausblenden. Okay. Das heißt, ich kann hier jetzt, hab jetzt hier noch einen anderen Account. Das ist mein ARK-Account von früher. Und kann jetzt hier das Spiel nochmal runterladen und hier starten und nebenbei das laufen lassen. Ich habe mehrere Accounts bei Steam. Das ist halt einfach einer, den ich immer hatte. Dieser Taste kann ich es außen einblenden. Und das heißt, ich kann halt hier bei dem Monitor, kann ich halt, warte, bei dem hier kann ich halt auch kleiner und größer machen. Hier. Das heißt, wir können halt das Bild hier sehen, hin und her schieben. Sprich, unten kann man angeln haben. Ich kann es halt außen anmachen, je nachdem. Ja. Ich habe damals bei ARK sowieso drei Accounts gebraucht. Einen selber spielen und zwei spectaten. Und auch verschiedene Servern sogar noch. Jetzt kann ich das Ganze nutzen für das Ding, das ich jetzt hier nochmal Ding installiere hier. So. Und kann es dann manuell außen anschalten. Und ich kann es sogar mit dieser Maus und Tastatur steuern. Ich brauche da nicht zwei Mäuse, zwei Tastaturen. Und ich habe jetzt per Splitter das angeschlossen. Über die Capture Card, über das. Genau, und es war sehr gefährlich, weil ich halt rumarbeiten musste am Rechner. Im Rechner. Und jetzt, jetzt sind halt mehrere Kameras gleichzeitig. Ich kann jetzt alles gleichzeitig laufen lassen hier. Das läuft gleichzeitig laufen, das gleichzeitig laufen lassen. Kann alles gleichzeitig laufen lassen. Und die andere Cam, die noch da ist, ist gar nicht angesteckt. Puh, okay, also ich kann noch einiges hier zuschauen, zum Glück. Ja, ich muss noch das Spiel runterladen. Wie heißt das? Was? Was spielen wir hier? Und ich muss mich natürlich mit meinem Account dann gleich einloggen hier. Hier. Ja. Habe ich extra ARK gelöscht sogar. Ich habe ARK gelöscht vorhin. Das heißt, ich will euch ja alles zeigen, was ich mache. So gut es geht, außer Klobad und sowas. Und das geht in meinem Rechner, geht das. Und deswegen lade ich jetzt einfach nochmal runter hier das Ding. Das wird, glaube ich, nicht so lange dauern. Hier. Dann kann ich hier die Luminous Farm anmachen, kann nebenbei WoW spielen, kann mich hinlegen, kann alles machen und kann meine Sachen nebenbei farmen oder Auto anmachen. Kann nebenbei eine Leertaste drücken. Das geht schon. Ja, das ist der Plan. Bisschen verrückt, Chat, aber ich möchte, dass ihr das alles seht und dass ich da nichts ohne euch mache. Also einfach zum 30-tägigen Jubiläum heute einfach eine Cam mehr für uns, für mich, für euch. Ja, mit dazuschalten. Ich kann dann noch einstellen, dass es größer und kleiner sind und verschieben, welche Seite. Das muss ich noch alles machen. Aber ich habe schon mal den Shortcut hier und alles. Ja, der lädt jetzt runter. Hab dadurch keine Beeinträchtigung. So, jetzt, Teddy. Sorry. Bist du noch da? Da bist du, ja, okay.
musste nur gleich mal auf Toilette noch gehen. Und ich habe mir gerade ein bisschen weh getan. Ich musste mehrfach unter den Tischen wieder aufkriechen. Aufstehen, also richtig kriechen. Bisschen habe ich mich zu viel angestrengt, aber das geht schon. Was ist jetzt anders bei dir? Feuerketten, wo denn? Man kann ja kein First Person machen hier. Ich habe dich ja nicht angenommen hier. Achso, noch? Habe ich dich angenommen? Okay. So, das heißt, Platz ist noch 15 Mitglieder, dann ist vorbei. Jetzt, achso, jetzt, okay, mach mal. Hä, du, Moment, langsam, komm mal her. Was ist mit dir? Nee, ich sehe keinen Schweif. Siehst du bei dir einen Steven Schweif? Du läufst Schlittschuh, oder? Du läufst Schlittschuh. Laufstil, deswegen, nicht den Schweif. Läufst du Schlittschuh? Oder was machst du? Siehst du deinen eigenen, bei dir sieht man ihn, oder was? Ja, du stehst auf Schlittschuh, guck mal. Schau mal, siehst du das? Schau mal, bei mir, ich bin safe am Boden, du stehst ein bisschen höher. Du schwebst so ein bisschen. Sind bei dir sind aber auch keine Schlittschuhe, gell? Das sind ganz normale die Stiefel, oder? LOL. Okay, das ist wild. Das ist ja geil. Das ist ja fresh. LOL. Hey, Red Baron, moin. Das ist ja geil. Wie heißt die Schuhläuferin, der auch bei Alles, was zählt mitgespielt hat? Damit spielt die deutsche Eiskunstläuferin, weiß nicht. Habe ich vergessen, Anna, Nena, naja, keine Ahnung. Kingster. Weiß bestimmt einer von euch. Fällt uns schon ein. Schicki. Ja, na klar. Genau. Am besten noch Bobbele. Die Stirn ist beim Schlittschuhlaufen, ich glaube, ich bin. Warte, ich schau kurz nach. Kunstläuferin. Katharina Witt, nee, das meine ich jetzt nicht. Das ist eine andere Spur, Alter. Ich hab's vergessen. Egal. Ich weiß nicht. So. Ja, aber schade, dass ich den Effekt halt nicht sehe. Deshalb schon blöd. Ne? Aber diese Angeln halten doch gar nicht lang. Wie willst du denn Auto angeln, wenn die nur 4 Minuten halten, die Dinger? Das kannst du ja ganz vergessen. Ist ja voll verrückt. Du kannst ja dann bestimmt stärkere herstellen, geht die länger halten. Oder kaufst du einfach 10. Hast du andere Nachteile oder Vorteile, was Angeln angeht, wenn du eine blaue oder eine graue hast? Das meine ich. Ich habe keine gekauft, oder was? Ja gut, die Anbeißzeit, das ist jetzt auch nicht so... Wo ich sage, jetzt ist das nicht so schlimm. Das macht ja mein Luminous, glaube ich, auch. Oder meine Katze. Oder hat es mal gemacht. Ja, schon einige aktive. Beste hier. So, lädt noch runter hier. Lädt noch runter da. So, ja, dann können wir noch die richtigen Quests fertig machen. Okay. Ich will mal schnell Schiffen Rang 2. Entschuldige mich mal eine Sekunde. Ich muss mal hier die Sau rauslassen. Auch zum Lüften hier. Schon mal vorher einfach aufmachen zum Lüften. Schön die Glocken. Wie viel haben wir denn hier? Das? So. Was ist das hier? Einfach beim Kakarino geangelt. Wie weit sind wir hier? Da? BB. Immer noch Update hier bei dir. Ja, habe ich in den News gestern gesehen, Schicki. Ja. Ist auch gut, ist auch besser so. Die brauchen sich jetzt nicht in der Öffentlichkeit blicken lassen. Mit ihrer Scheiße da. Denn heucheln ist alles gut. Die sollen ihre Ressourcen dafür nutzen, das wieder hinzubiegen. Die Spiele gescheit zu machen. Keine 915er Patches, sondern 92er und skippen die ganzen. Geht das überhaupt noch? Das geht noch, okay. Gut. Ja, jetzt komm, jetzt machen wir auch fertig die 2 Punkte, oder Chat? Die 2 Punkte machen wir noch fertig. Die Quest machen wir jetzt auch noch fertig. Das ist jetzt nicht so wild. Ein Priest für mythisch gemeldet? Ja, hat sich gerade abgemeldet. Okay, jetzt eben gerade. Ist das ein Parler? Ja, wir brauchen heute Abend einen Heiler. Aber das kann passieren. Heiler, sagst du? So, ich muss was fangen jetzt? Einen Barsch. Gibt's einen Bärsche? Gibt's eine Ersche? Okay, ja, das passt, okay. Es hat nur gerade hier. Alles gut, danke. Dann ist das was anderes gewesen. Wo war ich denn vorhin wegen Barsch? Barsch, hier. Also hat sich denn niemand gemeldet? Mach das, Schicki. At everyone. Suchen für heute Abend ab 20 Uhr einen Heiler für mythisch Ner'zhul. Aber ganz ehrlich, will ich mich eigentlich damit jetzt nicht beschäftigen. Es ist meine noch WoW-Freizeit. Mach das, Schicki. So, hier. Weiß einer, warum ich nicht den Preis verlangen kann, den ich will? Das ist reguliert, überhaupt. Du kannst das nicht so hoch treiben. Es gibt ein Cap, weil es gut so ist. Es ist ein bisschen kontrolliert. Das finde ich gut. Nicht so wie in WoW, dass dann einer alles aufkauft und dann das teurer reinsetzt oder so eine Scheiße. Das ist okay. Das ist perfekt, dass alles reguliert ist. Damit die Wirtschaft nicht kaputt geht. Spiel mal WoW, dann weißt du warum. Dann gibt es zweite Leute, die den Server regieren und die anderen können nichts machen. Musst du auch nicht. Wenn jeder ungefähr ähnlich viel Gold hat, dann passt das. Muss nicht einer Milliardär sein und der andere muss hungern. Das ist schon okay so. Also mich feiere das. Ich habe jahrelang gesehen, wie WoW was ist. Und das feiere ich halt gar nicht. Musst du ja nicht reich nehmen.
Ja, wirst schon reich. Kannst ja angeln, kannst ja farmen, Gold. Und immer das halt ausgeben, was du hast. Das passt doch. So, hier, der ist gleich soweit. Wie viele Stufen gibt es in meinem Angeln überhaupt? Ist das die letzte Stufe? So, was haben wir denn hier? Wird verifiziert? Na, gucken wir mal, ob das funktioniert dann, wenn ich mich dann umlogge. Haben wir Warteschlange? Jemand zufällig gerade eingeloggt von Dromeda? Ich bekomme einfach mein Dopp nicht hier auf Twitch erhalten. Nein, Webinventory ist gar nichts dergleichen. Das haben einige momentan. Ich weiß nicht warum. Bei einigen geht's. Heute haben viele, unter anderem auch ich, die Sachen bekommen. Für ein Kostüm, so ein Papagei. Viele Sachen bekommen hier. Ist letzte Stufe? Nee, ist kein. Okay. Würde mir jetzt aber auch nicht stören, noch ein paar Stufen weiter. Ja, ich hoffe, die können das irgendwie verlängern. Ich weiß ja nicht genau, wie das mit Twitch abgemacht ist, ein Deal mit Drops hin und her. Wenn die das alles gefixt haben, dass das vielleicht verlängern, damit jeder nochmal eine Chance hat, länger was zu kriegen. Oder ich weiß ja nicht, ich erkenne ja die Verträge da nicht. Ah, geil, gleich mehrere Fische. Passt. Kennt ihr die Verträge da nicht? Bei denen? Aber ich bin echt gespannt, wie das Spiel so weitergeht, wie es ist. Ich war noch nie beim Asia-Spiel dabei so lang. So wirklich. Und dann, wenn irgendwelche Addons und sowas kommen, keine Ahnung, was dann passiert, wie das sich so auswirkt, das Ganze. Ist es immer das gleiche Fisch in Scheiben, egal welchen Fisch ich habe? Es gibt da keine Differenzierung oder was? Fisch in Scheiben, egal welchen Fisch ich angle? Lol, das ist ja total bescheuert, oder? Wozu hat man denn Angelstufe 3? Dass du mehr Fische auf einmal nimmst, oder? Perle beim Zerlegen. Ach so, bei stärkeren Fischen. Okay. Wo war ich jetzt? Ich muss noch ein bisschen was farmen. Wo war ich jetzt da, wo so viel große Vorkommen waren? Ach, hier sind auch Vorkommen große, Leute, das ist überall. Aber das mit diesen Punkten ist nicht so schlimm mit dem AP-Punkten. Ach so, ich bin ja eh so da, wo ich vorher war. Ich finde es jetzt nicht so schlimm mit dem AP-Punkten da. Muss ich sagen. Dann kannst du halt nicht 24/7 rumlaufen und farmen wie so ein Bescheuerter und dann die ganze Welt regieren. Alles schön reguliert. Geil, dass das System nicht zusammenbricht. Schön. Unter der Kontrolle hier vom ganzen System. Halb. Zum Beispiel, wenn du ein Glück bei einem Perle kommt, 2% Zurückwert. Die braucht man bestimmt zum Farmen oder so, ne? Also für Herstellen von. Okay, ich hab die Over. Oh, lol, guck mal an, die XP, die jetzt kommt. 300k und alle Quests. Lol. Habt ihr das gesehen? Alter, man sagt ihm bei den unteren Stufen nicht unbedingt, aber bei den höheren Stufen und später ja. Wir sind ja hier in Asien im Spiel, oder? Vom Real Life rede ich jetzt nicht, ich jetzt vom Spiel. Also, das ist jetzt doch kein Real Life hier. Aber Rosa, ich kann dir nur aus Erzählungen erzählen, ne? Ich weiß, das hab selber nicht getestet. Aus Erzählungen. Wo sehe ich nochmal, wie lange ich on bin? Luminus, Inventar. Luminous Objekte. Wo ist denn dieses Loyalität-Gedönse wieder? Gestaltung, Verlies, Killer, Killverlauf, Postfach, Freunde, Gesten, Gruppensuche, Teilnahme, Geschenke. Fuck. Charakter, Fertigkeit, Inventar, Erfolge, Observationen, Begleiter, Sammelbuch, Luminous, Karte, Herstellung, Schatzsuche, Gestalten, Marktplatz, Handeln, Postfach, Freunde, Gestalten, Gruppensuche, Clanaufnahme, Clan. Teilnahme. 655 Minuten online. 10 Stunden und 55 Minuten, also 11 Stunden haben wir jetzt. Haben wir jetzt hier Elian. 11 Stunden Elian. Ich glaube, das ist nicht schlecht, oder? Ich habe halt die Arena-Sachen geschafft für die Woche. Ich habe die ganzen Dailies jetzt gemacht. Vielleicht einen Questbrief habe ich noch. Was ich nicht geschafft habe, wie die letzten Tage auch nicht wirklich komplett, die 4 Innis. Aber das ist nicht so schlimm. Er wird jetzt versuchen, hier das Spiel einzurichten, damit ich es dann nebenbei laufen lassen kann. Machen noch das Ding hier. Jetzt sind wir ja da. Perfekt hier. Oho, not enough AP, das ist ja böse. Jetzt ist aber frech das Spiel zu mir. Ja, ist ja gut. Imagine, ich darf. Jo, mein Kleiner. Krass, ich darf nicht mehr pflanzen. Hab ich alles schon abgefarmt hier? Ja. So, was haben wir denn jetzt noch hier? So, bisschen sort. Ich wünschte, man hätte so ein Verkaufsding beim Haus. Aber am Anfang hat er mir erzählt, es kommt später beim Haus-Upgrade. 2 Stunden 30 ist das Haus fertig. Und in zwei Tagen und 20 Stunden ist der Speicher fertig. Willst du mich? Also, was? Wo sind wir denn? Also, ist doch kein Handygame hier, wo ich Mauern baue oder was? The fuck? Halbes Clash of Clans hier. Krass. Okay, das ist wild. Das ist wild hier. Aber Inventarplatz ist jetzt hier da. Dein Gesicht kann nicht. Also, du kannst es nicht verstehen. Wie sie immer meckern ist, ne? Frech. Frech. Wo sind denn die vollen Stacks eigentlich? Hier, 100. Dann kann ich das hier reintun, die kleinen Stacks. 100. Das geht auch nicht. Hier. So viele. Ja, muss ich auch nicht mitschleppen, das Ding. Tue ich die Sachen auch mal da rein.
Krass, wie viel Platz hier, das kannst du nicht vorstellen. Alter, ja, das geht nicht, weiß ich nicht. Das ist ja wild. Die ganze Masse muss ich halt hier lassen, weil die stacken sich ja eh. Die machen mich fertig manchmal. Geil, Twitch war mit falschen Kontokontakt verknüpft. Da sind jetzt meine Jobs, cool. Ja, das ist gut, dass es bei dir jetzt, dass du es gefunden hast. Bei anderen habe ich auch schon gefragt, ob sie das so vielleicht doch, ob das richtig ist, weißt du? Aber anscheinend bei allen okay. Freut mich, geil. GZ, jetzt hast du dann auch Drops hier. Beste. Sehr geil. Sehr geil. Man hat Limitierung zum Sortieren? Ah ja. Fühl ich. Darfst erst jetzt wieder sortieren. Okay. Das ist gut. Postfach. Alle abholen. Ach, wie jetzt? Die Drops sind auf falschen Konto, aber gar nichts davon? Hä? Auf dem falschen Twitch-Account und nicht auf dem, also auf dem falschen Kakao-Games, oder wie? So. 662 Minuten. 11 Stunden und 2 Minuten sind wir hier drin gewesen heute. Ja, okay, das ist natürlich... Haben wir Dingsbums? Haben wir Warteschlange? Schon, oder? Nee?